Ja, dann willkommen heute Abend hier bei der unglaublichen Superspielshow IMFUC. Sie findet was mit Leonie und Leo. Und es wird ein Heidenspaß. Ich lasse mich überraschen, ihr lasst euch überraschen. Und das Geilste ist, wir können alle mitmachen. Also, bis gleich. Immer dieses höhnische Gelächter. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen auch an unseren treuesten Fan, der am meisten Lärm macht. Auch das, aber das hast du jetzt gesagt. Ja, Impfhack ist ein Spiel, das haben wir uns bei uns im Hackspace ausgedacht. Ja, das ist so passiert. Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen passiert. Ich weiß nicht, ob wir noch ein Bild bekommen. Aktuell läuft nur eine schöne Animation, deswegen erzähle ich einfach ein bisschen, was Impfhack eigentlich ist. Es ist eine kleine Abkürzung, die steht für irgendwas mit Film und Code. Wir sind sehr kreative Menschen, vor allem wenn es um Namen geht. Liegt vielleicht daran, dass wir Softwareentwickler sind. Ja, Variablennamen und so. Genau das. Aber neben unserer Affinität zu Software mögen wir beide auch Filme sehr gerne und gucken die sehr gerne. Und deswegen haben wir beides sehr clever miteinander kombiniert und haben kleine Codeschnipselchen uns ausgedacht, die quasi repräsentativ für Filme stehen. Und jetzt suchen wir zwei Teams, die in der Lage sind, das Ganze quasi zu übersetzen in Echtzeit. Das ist nicht so eine richtige Programmiersprache, es ist meistens eher Pseudocode oder JavaScript. Das kann man auch manchmal gleichsetzen. Also. Ich denke auch. Und ja, fühlt sich jemand berufen? Kennt sich jemand gut mit Filmen aus? Wir hätten auch, falls ihr ein bisschen schüchtern seid, als erstes mal ein kleines Beispiel. Vorausgesetzt, also, es funktioniert. Jawohl. Hat jemand eine Idee, welcher Film das sein könnte? So, alle Hände, die oben sind. Die habt ihr vor. Wer hat sich jetzt alles gemeldet? Da hinten war jemand. Hier sind zwei. Okay, ihr seid ein Team. Sehr gut. Dampfkatze meldet sich. Großartig. Ich glaube, Sören passt da ganz gut dazu. Und ja, da hinten. Ja, perfekt. So, wir sind es so wie. Ja, natürlich war das das Murmeltier. Das ist absolut korrekt. Ja, mein Gott. So, ihr kriegt ein Mikrofon. Genau, und eins haben wir für euch. Nee, zu viel jetzt, oder was? Zwei geht. Ja, hier drüben darf gerne noch jemand dazukommen. Sehr gerne. Komm zu uns. Oh, es sind zwei. Wir brauchen noch jemanden, der fehlt jetzt. Es sind jetzt, Moment. Das Moment, es wird unfair geworden. Ja. Ah, das ist okay. Das weißt du? Sören zählt so zwei. Ja. Oh, das ist böse. Seine Worte. Ja, stimmt, das hat er gesagt. Genau. Okay, ich denke, damit haben wir zwei sehr kompetente Teams. Ich stelle mich, oder wollt ihr euch ein kleines bisschen beiseite stellen, dass im Zweifel das Publikum auch den Quellcode sehen kann? Das wäre großartig. Sehr schön. Danke sehr. Wir haben als erstes noch eine kleine Aufwärmübung quasi mitgebracht. Wir würden das Ganze so machen. Das Team, was als erstes quasi sich meldet und sagt, hey, wir wissen, welcher Film das ist, das darf das dann sagen, welcher Film das ist, und bekommt dann dafür einen Punkt. Wir haben jetzt keine fancy Buzzer vorbereitet, vielleicht nächstes Jahr. Genau. Also wenn es euch gefällt, dann machen wir das nächste Mal mit Buzzer auf einer größeren Bühne. Okay, ich würde sagen, Testrunde. Ja, ich glaube ihr. Exakt, das ist der Terminator. Mit unserem allseits beliebten kalifornischen... Wie heißt das dort? Nicht Präsident. Governor. Governor, genau. Wäre vielleicht besser, wenn wir so stehen, dass ihr uns seht. Ja. Sollen wir mal stellen oder nur den Filmnamen sagen? Stimme ich ja wieder. Es reicht eigentlich, den Filmnamen dann zu sagen. Wenn ihr noch ein kleines bisschen was dazu erzählen möchtet, sehr gerne. Ich glaube, wir gehen beide darüber, weil der sitzt ja wirklich nicht, oder? Also, ihr müsst leider auf die Leinwand gucken. Ja, was jetzt? Ja, so. Wir versuchen das einfach möglichst fair zu machen. Ihr schreit einfach laut hier und von welcher Seite ich es zuerst höre. Okay. Nicht ins Mikrofon schreien, bitte. Ich glaube, sonst fällt das Publikum direkt tot um. Okay, ich würde sagen, dann beginnen wir direkt mal mit dem ersten Film. Ja. Ich würde sagen, die waren ein bisschen eher, oder? Natürlich. Matrix, der erste Teil, der beste von allen, meiner Meinung nach. Aber das ist ja wie immer bei vierteiligen Trilogien so. Ich glaube ja, so, gerüchteweise. Ich gehe mal noch. Ja, ich stelle mich jetzt mal hier rüber, dann können Entschuldige. Wir. Entschuldige. Okay, ein Punkt für das Team auf der linken Seite der Bühne. Ah.
Ich glaube, die waren alle. Schindlers Liste. Das ist korrekt. Okay, nächste Runde. Und? Catch me if you can. Und wieder ein Punkt für die. Genau dieser. Worum geht's bei dem Film? Um einen Fälscher, glaube ich. Fälscher, der von einem FBI-Agent oder so gejagt wird oder irgendwie sowas. Genau das. Ich glaube, vorhin kam ein schöner Talk dazu, wie man das vermeiden kann. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. Ich saß da zufällig auf dem Sofa in der Nähe. Ja, nächste Runde, würde ich sagen. Jemand im Publikum? Ah, okay. Dann fragen wir das Publikum. Korrekt. Ich würde sagen, der Punkt geht ans Publikum. Schade. Also ein Punkt und zwei Punkte, wenn ich mich nicht irre. Auch jetzt so. Wird es vermutlich nächsten Talk geben, wenn es gut ankommt. ja, definitiv ja. Rechts. Also Inception. Links. Korrekt. Einer meiner Lieblingsfilme. A Nightmare at Elm Street. Auch das ist korrekt. Drei Punkte, zwei Punkte. Ihr müsst euch langsam ranhalten, oder? Als Publikum hat das einen Punkt. Ja, das Publikum ist leider immer ein bisschen erst, wenn niemandem was auffällt. Deswegen bekommt ihr nur wenig Punkte. Das tut mir ein bisschen leid für euch. Aber ich glaube, damit kommt ihr klar. Bisschen was Einfaches. A-Team. Das ist korrekt, natürlich. Ja. Das war links. Also von mir aus links, von euch aus rechts. Schallgeschwindigkeit. Civil American. Ja, das klang Captain schon. Captain America Civil War. Und? Nein. Er geht noch weiter, der Titel. Es ist nicht Captain America Civil War. Ich würde sagen, das andere Team hat das Chance zu antworten. Ja. Captain America The First Avenger. Correct. Das ist korrekt. Ja, mit Captain America hast du mich clever hinters Licht geführt. Civil War ist der zweite oder dritte Teil, glaube ich. Ne? Es wurde ja das erste Element, also... Ja. Schade, aber knapp. Wie steht's? Vier für hier. Vier für hier, drei für hier, zwei für hier? Ja, ich drei. Ich glaube, sie führen. Drei ist okay. Nee, zwei. Zwei? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Drei und vier ist okay. Ja. Ja. Ich bin Nummer vier. Das ist korrekt. Damit habt ihr fünf Punkte. Sorry, das konnte ich mir nicht verkneifen. Ja, natürlich, dieser Film. Es geht um Aliens, die landen und Dinge tun, wie in 80% aller Filme, glaube ich. Oh, sorry. Ja, das ist... Drachenzähmen leicht gemacht? Exakt dieses. Oder im Englischen How to Train Your Dragon. Jawohl. Darauf spielst du. Irgendwo habe ich auch so ein schönes Bild gesehen gehabt, von wegen Linux ist einfach, wenn man nur das Manual liest, ne? Ja. Superman, Man of Steel. Das ist korrekt. Nicht unbedingt der beste Superman-Film, aber der neueste, glaube ich. Ja. Oh. Ja, 21 Jump Street. Falsch. Und das ist falsch. Eure Antwort? 22 Jump Street. Korrekt. Ich kann nicht programmieren. Ja, natürlich. 22 Jump Street. Man muss schon die zweite Zeile ist relevant im Beispiel. Schnelle Auffassungsgabe, ja, aber nicht bis zum Ende. Das war Branch Prediction. Das ist mir leider Gottes auch. Okay. Ah, hier. Der Film mit Keanu Reeves, wo er alle rippt, die seinen Hund getötet haben. Genau, John Wick. Exakt dieser. Ja, hier. Ant-Man vs. Ant-Man and the Wasp. Ja, das reicht schon. Ant-Man. Das ist korrekt. Auch der erste Film. Ich weiß gar nicht, wie viele wir noch haben. Ich klicke einfach mal weiter. Oh, das ist eines meiner persönlichen Favoriten. Ein kleines bisschen String Concatenation. Ja. La La Land. Korrekt. Damit seid ihr schon bei 8 Punkten. Für die Nicht-Programmierer auf der linken Seite möchtest du erklären, wie du drauf gekommen bist. Ja, Substring und dann dran. Das ist einfach nur String-Operationen. Ich nehme die ersten zwei Zeichen, nochmal die ersten zwei Zeichen und dann nochmal alles. Ja, das ist halt
Ja. Ist das JavaScript oder was? Ja. Wie gesagt, das ist Pseudocode und JavaScript. Igitt schreibt halt Python wie jeder andere. Nee. Okay. Weiß das Publikum weiter? Hier vorne meldet sich wer? Das ist korrekt. Publikum hat nun zwei Punkte. Mad Max. Ja, natürlich. Sei das verschachtelt. Wir sind leider aus den sauber gepflegten Daten schon raus, deswegen gibt es keine Bilder mehr dazu. Das tut mir ein bisschen leid. Ah. Ja. Ja. 101 Dalmatiner. Korrekt. Ja. Einer der besseren Kinderfilme von früher. Team 1 hat schon 10 Punkte, by the way. Oh, krass, das ging jetzt schnell. Also, wir haben noch kein Ende des Talks definiert, also wir machen einfach noch weiter. Wir machen einfach so lange, wie wir noch Sachen haben und dann ist Schluss. Ja. Also das Publikum meldet sich bereits. Okay. Max Payne. Nochmal? Max Payne. Korrekt. Das ist korrekt. Das ist ein Computerspiel und kein... Ja. Es wurde verfilmt, wie so vieles. Er kommt, glaube ich... Nee, das gibt schon ein paar Tage, den Film, glaube ich. Aber, ja, wenn man Max maximal wehtut, dann hat Max Max Payne. Das ist halt leider so. Ja. Ja, findet Nemo. Jo. Absolut richtig. Es tut mir halt echt leid für euch, aber die machen euch nackig, ne? Das merkt man. Ihr müsst ja mehr FTP-Server browsen. Ah. Na? Ja. Müsst ihr, Mr. Smith. Ja, natürlich. Wie heißt der? Oh, Wie gesagt, sauber gepflegte Daten. Wir haben das nicht so weit getestet. Wir kommen gerade irgendwie ein bisschen besser durch als erwartet. Das klingt nach Game of Thrones, aber das ist kein Film. Ja, Game of Thrones ist die richtige Richtung, aber falsch. Nicht Herr der Ringe. Man beachte bitte diese Zeile, den Bullshit-Generator. Ist das ein Uwe Boll-Film? Was? Ist das ein Uwe Boll-Film? Es gibt einen super schlechten, alle Filme von Uwe Boll sind super schlecht, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Ich bin mir nicht sicher. Es ist eigentlich ein Film, der meiner Meinung nach nicht existiert. Hat das Publikum einen Vorschlag? Aragorn. Jawohl, Aragorn ist korrekt. Der Film, der eigentlich nicht existiert, weil er zu schlecht ist, um wahr zu sein. Ich glaube, das Buch dürfte bekannter sein. Publikum hat nur 3 Punkte. Ah, der Film, wo die Macher wieder Geld brauchten. Ganz sicher. Hier. Ja. Dory. Dory. Exakt. Findet Dory. Findet Dory, genau. Dory, das kann ich los gelten lassen. Ihr habt so wenig Punkte, das ist okay. Wie viel sind wir auf dieser Seite? Hast du mitgezählt? Ja. 4? 5? Wally. Also Wally. Ja. Ein sehr, sehr süßer Film über einen sehr süßen Roboter. Jetzt bin ich gespannt. Wer war zuerst? Also ja, ich würde sagen, das war in etwa zeitgleich. Mittlerweile habe ich... Da ihr sowieso sicher gewonnen habt, geben wir denen einfach den Punkt. Ja, es ist natürlich Ab. Aufholen. Ein Film über einen kleinen Pfadfinder, der sich an einem schwebenden Haus festhält. Physikalisch absolut realistisch. Ich... Ja... Oh. Dazu muss man den Film aber auch kennen. Den Film sollte man kennen und ein ganz kleines bisschen vielleicht wissen, was es mit der Indiana Bible auf sich hat. Also, wenn man weiß, wo Indiana liegt, dann hilft das schon weiter. Der Rest ist eigentlich obvious. Eigentlich. Hilft es mir, wenn ich schnell die Seite aufrufe? Nein. Das ist korrekt. Die Indiana Bible hat mal versucht zu definieren, dass Pi übrigens genau 3 sein muss, weil das ist ja viel einfacher zu rechnen und absolut logisch. Wenn man technisch nicht in der Lage ist, etwas sinnvoll zu lösen, kann man ja Gesetze dafür erfinden. Ich denke, das Prinzip ist bekannt. Ah. Jumper. Natürlich, Jumper. Oh, aber Sören, so alt bist du doch noch gar nicht. Ja. Ja? Sag. Sweeney Todd?
Sweeney, ja. Sweeney Todd? Ja, das ist der Quellcode-Schnipsel, wo ich auch jedes Mal erst warte, dass es jemand sagt, weil es mir selber nicht mehr einfällt. Monster AG. Monster AG ist natürlich korrekt. Lustige kleine Monster, die Kinder erschrecken und daraus Energie gewinnen. Die wahrscheinlich sauberste Energieform der Welt, wenn man von den Windeln absieht. Hey, da ist mein Laptop ausgegangen, oder was? Ja, das ist Fight Club. Natürlich. Und warum? Genau, exakt das. Man Regeln. Redet nicht über den Fight Club. Wer versucht, über den Fight Club zu reden, bekommt nichts. Ja. Wollen wir Ihnen eine Chance geben? Ja. Ocean's 11? Korrekt. Der wahrscheinlich beste Gangsterfilm, der je gedreht wurde. Wieso geht es dann bis 11 und nicht 10? Weil die Anzahl an Elementen definiert wird. Okay. Im Pseudo. Wir nennen es Pseudocode. Ja, No Country for Old Men. Auch das ist korrekt. Wir sollten mal einen Kinoabend machen. Ja. Ich sehe, ihr habt einen guten Filmgeschmack. Bisschen was Romantisches. Ja. The Beauty and the Beast. Absolut richtig. Uff. War übrigens vorher auch ein Spiel. Nur als kleiner Hinweis. Was sagt das Publikum dazu? Nein, leider nicht. Stalker ist korrekt. Was? Nochmal. Stalker. Ich kenne nur das Spiel. Ich kenne nicht mal das Spiel. Ja, eines der vielen Spiele, die verfilmt wurden. Oh, das einzige Beispiel, was wirklich funktioniert übrigens. Getestet. Ja. Es ist aber sehr schwer. Ich würde sagen, unendliche Geschichte. Ich habe es nicht voll gelesen. Leider nein. Also, dazu muss man leider den Quellcode parsen im Kopf, damit das so halbwegs draufkommt. Aber von mir aus können wir diese Frage, also falls das Publikum nicht draufkommt, auch gerne überspringen. Ideen, Vorschläge? Man beachtet die erste Zeile. Es hat was mit einem Auto zu tun. Magst du sagen, was es ist? Einer streckt im Publikum. Ich will es mal probieren. Nein. Leider nicht zurück in die Zukunft. Ein anderes Auto. Es ist eins, was spricht. Nein, oder? Ja. Nein, oder? Ich weiß nicht. Ne? Styron hat richtig gesagt, das ist Knight Rider, was es tut, ist meine so ein... Die Linie geht eben zurück und wieder hin. Ich sehe das bei einem Plus, Plus, ja, Minus, Minus. Ja, genau. Styron hat es erraten. Da geht ein X hin und her auf diesem Konsolen-Output. Ja. Aber Knight Rider ist ja kein Film. Wir wollten zumindest für die Statistik einen Code, der wirklich es was tut. Es gibt einen Film dazu. Aber es gibt keinen Film dazu. Das ist so ein ähnlicher Fall wie bei Eragon. Wer ist am schnellsten im Umrechnen und im Kopf? Na? Es wurde quasi letztens neu geschrieben von einer Person, die letztes Jahr hier war und das Buch vorgelesen hat. Ja? Genau. 1948. Ja, ein wichtigster Film so mit Zahlen eigentlich. Ja. Google ist nicht hilfreich. Effektiv könnte man sagen, Marc-Uwe Kling hat es ja letztes Jahr hier vorgelesen, aber halt in einer anderen Version. Ohne den ganzen überflüssigen Körperkontakt im Buch. Ah, da habe ich doch selber ein bisschen gebraucht, wieder um drauf zu kommen. Oh ja. Das ist auch tatsächlich Code, der funktioniert. Es ist JavaScript. Also da kann man sich über die Funktionalität natürlich noch streiten. JavaScript hat die wundervolle Eigenart, dass es ein Offset beim Monat hat. Das heißt, Monat 0 ist Januar, Monat 6 Juli. Januar ist 6. Independence Day oder so? Independence Day. Exakt, Independence Day. Beide richtig. Sehr schön. Ich würde sagen, das ist der letzte, weil unsere Zeit ist dann zu Ende. 100! Mit Abstand auch der schwerste von allen.
Ja, als kleine Abkündigung, das gibt es dann auch online auf impfhack.de, wenn es fertig programmiert wird von einem Menschen, der gerne programmiert. Ich möchte das ja gar niemanden angucken. Und für alle, die teilgenommen haben, die können gerne rüber zum Wikipacker WG kommen. Da gibt es auch den Quellcode zu sehen und wir haben Überraschungseier. Yay! Die wir natürlich total dran gedacht haben. Für alle, die mal was richtig erraten haben, ich muss die noch loswerden, ich brauche morgen neue. Ah ne, morgen ist Sonntag, oder? Verdammt! Okay, ich muss die Hälfte loswerden. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Jahr. Applaus, 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 Applaus! Danke dir.